Mein erster Gast ist im Studio und ich freue mich ganz besonders, Ozzy Joe zu begrüßen. Erstmal ist er immer sehr viel beschäftigt und ich bin froh, dass er Zeit hat. Aber wir haben auch immer interessante Dinge, über die wir sprechen können. Ja. Und Ozzy, du bist Experte in Sachen Real Estate und Immobilien. Und man hört in letzter Zeit sehr viel darüber, wie gut unser Dollar ist hier in Kanada und dass viele Kanadier jetzt darüber nachdenken, weil auch alles so billig wird in den Staaten beispielsweise. Mhm. Die haben Probleme mit ihren mit dem Bezahlen ihrer Häuser und dass man da einige gute Schnäppchen machen kann. Ist das richtig? Kann man sich Also erstmal möchte ich sagen, ich bin ein Experte in meinem eigenen Gehirn. I'm a legend in my own mind. Also ja, natürlich sind genauso unglücklich wie die Amerikaner sind, so erpicht sind wir Kanadier, runterzugehen, weil wir haben den Dollar noch nie so hoch gesehen und dazu kommt, dass zum gleichen Zeit die Preise gefallen sind. Aber da gibt es auch außerhalb USA, da wird so viel angeboten hier. Und obwohl ich sehr überzeugt bin, und ich rede davon jetzt in einer Minute, wo man investieren soll, da gibt es aber auch viele Plätze, wo man nicht hingehen soll. Zum Beispiel, wir haben Angebote von Panama und wir haben Angebote von Costa Rica und dann von Mexiko. Ja. Ich habe über ein Jahr in Mexiko gewohnt und wir als Kanadier erwarten, dass die Gesetzgebung die gleiche ist, dass wir das alles verstehen, dass die Immobilien genauso behandelt werden wie hier. Und das ist nie der Fall. Da gibt es immer so einen Kniff, den man mit der lokalen Behörde machen muss. Oder auf einmal gehen die Strata-Fees hoch und man kann sich überhaupt nicht dagegen wehren. Und immer wieder gibt es diese Projekte, die nicht fertig werden oder die nicht gut fertig gebaut werden, ob das in Cabo San Lucas ist, also die Horror-Stories, die man hört. Da würde ich lieber sagen, lieber einen Monat eine tolle Villa mieten und investiere in Kanada oder in den USA. Mhm. So, ich kriege viele Briefe, besonders von Panama und anderen Gegenden. Nicht, dass ich da was Besonderes, Schlechtes weiß, ich nur im Generellen habe ich sicher, gibt es da Leute, die machen Profite, aber das gibt es viel mehr, meiner Meinung nach, die nicht Profit machen. Ja, ja, okay. Und so ist das in den USA auch. Die Nachrichten sind so schlecht, man denkt, dass die USA so in einem See sitzt und versinkt. Ja. Aber von 150 Städten in den USA momentan 77 gehen höher im Preis. Und davon 22 gehen über 10%. Zum Beispiel Salt Lake City ist ab 14%. Mhm. Und man muss sich da sich ein bisschen überlegen. Selbstverständlich, wenn man historisch die Immobilienmärkte guckt in der ganzen Welt, wenn wir zu viele Häuser bauen, dann hört der Markt auf. Wenn wir zu viele Wohnungen bauen, hört er auf. Weil in San Diego momentan sind über 40.000 Wohnungen im Angebot. Und in Miami wird immer noch gebaut wie verrückt. Ja, die müssen erst geklärt werden. Und das dauert Jahre. Das heißt aber nicht, dass da nicht Städte in den USA sind. Zum Beispiel ein Schnäppchen in Oregon gibt es nicht. Ne? Denn die haben ja nicht überbaut. Und Seattle ist auch sehr stark. Ne? Mhm. Obwohl die generelle negative Nachrichten auch diese Märkte betreffen würden. So für uns als Kanadier, dann müssen wir uns andere Märkte angucken. Was ich suche mir Märkte, die auch gefallen sind, die aber auch in Kanadier interessieren. Zum Beispiel Phoenix und Scottsdale, Las Vegas. Mhm. Die haben gute Einwanderung. So in Las Vegas 5.000 Personen im Monat kommen dahin. Das ist eine gute Ökonomie. Leute gamble. Ne? Das geht nicht weg. Und die Häuser sind bald um 30-40% gefallen. Warum sind die Häuser denn gerade in der Stadt mit guter Economy gefallen? Überbaut. Überbaut. In Vancouver von 1990 bis 1995, wir haben gebaut wie verrückt. Und da war es zu Ende in 1995. Und von 1995 bis Jahr 2000 haben wir nichts mehr gebaut. Die Wohnungen in Concord Pacific sind um 30% gefallen. Das vergessen wir. Es ist nur 10 Jahre her. Mhm. 1998 war der Marktlage in Vancouver sehr schlecht. Dann hatten wir endlich alle das Inventar weg. Dann hat keiner was Neues gebaut, dann 2000 fingen wir wieder an und jetzt haben wir wieder zu viel gebaut. Ich würde mich nicht überraschen, dass wir in Vancouver, wir sehen es jetzt schon im Vorverkauf, dass der Markt wirklich langsamer wird, da gibt es keine Blowouts mehr. Ne? Also wo du das jetzt sagst, beispielsweise in White Rock haben sie jetzt diese, wollen sie glaube ich vier Bosa Buildings bauen. Ja. Zwei sind gebaut und die anderen zwei sind erstmal vorübergehend wird gesagt, stopp, weil sie nicht verkaufen. Ja. Und das ist aber nicht, dass das heißt, White Rock ist schlecht oder Vancouver. Nee. Man macht immer diesen Leap, ne? Man hüpft von einem Ding aufs andere, jetzt, oh, alles geht unter. Nein, das ist nur, wir haben überbaut, das wird geklärt und dann geht's weiter. Wir leben in einer Welt, die voll Inflation ist. Wir reden immer, dass es keine Inflation ist. Oder ist nur 2%. Aber was alles, das du und ich kaufe, ist mehr wie 2%. Oh, ja. Gestern ging ich zum Frühstück. Da für 2 Stunden parken in der Innenstadt ist $10. Das ist eine Inflation für 3 Jahre, ja. Plus $2. Naja, jetzt auf den USA zurück, was wir als Kanadier immer machen müssen. Wenn ich mir mal jetzt gesagt, okay, Phoenix ist gut,
Oder ich will ein größeres Objekt kaufen, dann gehe ich maybe nach Austin, wo ich immer noch $50,000 pro Wohnung kaufen kann, wo meine Cap Rate ist über 14% in einer schönen Gegend. Oder Houston. So, dies sind die fünf Märkte, die wir uns angucken. Aber das heißt lange nicht, dass ich nun alles kaufen soll. Denn wenn ich zum Beispiel in den Kalifornien kaufe, muss ich mein Welteinkommen erklären. Vielleicht will ich das nicht. Das sollte ich aber wissen. Aha. Wenn ich nach Florida gehe, die Steuer für das Haus ist dreimal so viel für einen Kanadier als für einen Floridianer. Ist aber nicht fair. Nee, aber die haben eben gesetzt. Das heißt, wenn da steht $1,800 pro Jahr ist die Steuer, für einen Kanadier ist 5.000. Oh. Und im Gegenteil, der Kanadier kann auch noch höher pro Jahr ab bis zu 10% erhöht werden, obwohl der Floridianer nur 3%. So, da gibt es dann so Regeln. Mhm. Dazu kann man keine Versicherung in Florida bekommen als Ausländer, weil wegen der Hurricane. Und dazu kommt, wenn das ein Hurricane nun wirklich mein Gebäude umfällt in Florida, bin ich nicht versichert. Und die Regierung in den USA wird mich nicht beschützen, weil ich ein Ausländer bin. So, das muss man sich überlegen. Dann würde ich sagen, dann lieber gehe ich nicht nach Florida. Ne? Ja, ja. Dazu kommen so viele Schnäppchen out there sind in diesen Foreclosure, diese Zwangsverkäufer. Ja. Ne? Das sind meistens aber Familien, die sind wirklich in Schwierigkeiten, wohnen in Gegenden, die nicht unbedingt die besten sind. Mhm. Zum Beispiel Leute sagen, oh, ich kann aber $25,000 ein Haus in Detroit kaufen. Ja, aber das gehst aber nur besuchen mit einer Pistole in der Tasche. Denn da ist was, na, das, wenn wir das furchtbar viel schlechte Immobilien, gibt es ja auch. Wir haben auch Gegenden, die besser sind als andere Gegenden. So, was wir sagen, wenn ich mir zum Beispiel Phoenix aussuche, dann soll man sich den A- und B-Stadtteil suchen, nicht den D- und E- und F. Man soll ein bisschen Zeit nehmen. In Phoenix waren 8.000 Grundstücke im Angebot vor 4 Jahren. Heute sind 52.000 Grundstücke im Angebot. Wow. Das ist ein Haufen. Da kann man sagen, okay, ich will mir jetzt die besseren Gegenden suchen und da finde ich mir ein Schnäppchen. Vielleicht ist das Schnäppchen gar nicht eine Foreclosure. Vielleicht ist es ein Bauherr, der zu viel gebaut hat und der ist nicht unbedingt, dass ihm das Grundstück weggenommen wird, aber der ist dann sehr bereit, vielleicht eine 30-prozentige oder 40-prozentige Reduction zu nehmen. Denn die besten Schnäppchen sind in neuen Häusern oder Kondominiums. Weil er hat gebaut, konnte nicht aufhören zu bauen, er hat schon ein halbes Gebäude fertig, selbst wenn er sieht, die Flaute kommt, der kann nicht aufhören, er baut dann weiter. Die wissen aber auch, wenn ich verkaufen will, muss ich meinen Pinsel scharfen haben.